Wie ist ja auch eine Bank, ne? Können wir hier noch die Stelle wiederherstellen oder ausbauen oder renovieren, whatever. Ich will einfach nur gerne mehr Money haben. Oder generell nur mehr Money bekommen. Eine Schärpe aus feinster Anlasser. Oh, ein paar neue Diebesmissionen will ich einsacken. Ezio. Die Centooki sind erbost. Däne. Ich erwarte Vergeltung. Sie bekommen keine Gelegenheit. Wir tragen den Kampf zu ihnen. Sucht meine Spione. Sie hacken etwas aus. Alles klar. Jetzt haben wir auch neue Missionen für Diebe freigeschaltet. No. Ach, da sind drei und da ist eine. Dann habe ich eine Idee, was ich jetzt mache. Zur Tiberinsel. Habe ich jetzt eine Idee, was ich jetzt mache. Habe noch nicht so viel Zeit. Aber ich habe so eine kleine, mini, feine Idee, so, weißt du. Wie ich das jetzt abarbeite. Die Mission. Ja, genau. Nachher nehme ich jetzt die Diebesmission. Ezio, La Volpe stieß auf eine Gelegenheit, die wir einfach ergreifen müssen. Ein Geschenk der Borgia an die Centooki. Voller Ablässe, Versprechen und Schmiergelder. Selbstverständlich wäre es für unsere Gilde von unschätzbarem Wert, wenn ihr es stehlen könntet. Der Preis im Auge. Die Borgia-Dokumente von den Centooki stehlen. Man versucht, den Truheninhalt zu stehlen, unentdeckt bleiben. Kann ich versuchen. Der Bischof bittet Wallfahrer, die Gegend auf absehbare Zeit zu meiden. Okay, dann stehlen wir die Dokumente. Und alle Borgia-Verbrecher gen Hölle schleifen. Sich so. Ah, na klar, es geht um meine Frau.
Ich muss weg hier! Presto, presto! Lass mich in Ruhe! Okay, jetzt haben wir es geschafft. Eine Warnung an alle, die wohltuende Wirkung der Thermalquellen von Tarantino suchen. Sehr, sehr gut. Wir wurden nicht entdeckt und ich habe meine schönen Assassinen eingesetzt und davon ist ja ein Signal jetzt gleich wieder voll, sodass ich die wieder einsetzen kann und das andere auch. Die beste Schmiede zu den besten Preisen. Ich habe viele, viele Schnäppchen für euch, Amici. Absurd. Hat er sie noch alle? So, eigentlich wollte ich nur. So, keine Zeitbegrenzung ist, kann ich mir Zeit lassen, wie ich will. Okay, hier, mein Freund. Grazie, Ezio. Ich bringe es zu La Volpe. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Alles klar. Natürlich sind meine Assassinen gerade fertig in dem Moment, wo ich reisen will. Egal. Die kommen gleich. Erstmal kommt die Rosa in Fiore, wo ich mir die Kurtisanen-Mission abhole. Und danach gucken wir mal, ob wir noch mal zurückreisen. Genau, Assassinen-Zeremonie. Einer meiner Assassinen ist bereit, Assassine zu werden. Gehen wir mal ins Bordell. Maria. Ezio, das ist Egidio Droque. Wir kennen uns. Ich bin aus des Bankiers Schuld in eure geraten und dafür bin ich euch dankbar. Wisst ihr, dass ich seit Monaten in keiner Taverne mehr war? Die Möglichkeit, etwas zu verändern, sticht jeden Umtrunk aus. Der Senator erzählte gerade von den Zusammenhängen an Cesares Hof. Maria sagte mir, dass ihr die ausländischen Botschafter getötet habt, aber die Nachricht von eurer Tat darf Cesare nie erreichen. Und die Höflinge, die sich mit den Botschaftern trafen müssen, ebenfalls weichen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Doch noch wichtiger... Der Heerführer Prospero Colonna wurde gefangen. Wenn ihr ihn befreit, wäre das ein Tiefschlag für die Borgia. Es wird getan, mein Freund. Egidio, jetzt endlich. Mein Freund von uns, in Anführungszeichen natürlich. Ja, neue Kurtisanen-Mission.
Wegen der Assassinenzeremonie. Werden wir jetzt direkt auch in die Tiberinsel reisen. Und dann wird auch direkt schon gestartet, das Event. Glaube ich zumindest. Ich wünsche euch dabei viel Spaß, der Assassinenzeremonie beizuwohnen. Es fängt noch nicht direkt an. Ist aber kein Problem. Ja, unser, der ist einfach mal auf 7 direkt aufgestoßen hier, der Junge. Der fehlt noch ein bisschen. Also mal bitte, mal ganz ehrlich. Wie viel braucht ihr denn? 51. 10 EP, okay. Also der ist ja voll. Den kriegt die. Der. So. Nochmal Assassine, der genau. Gibt's denn noch so? Irgendwas Machbares für so einen Sechser. Gibt aber nur 23 P, das ist wenig. So. Ich will jetzt aber diese Assassinenzeremonie machen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo die ist, würde das einen Haufen Vorteile bringen. Aber ich glaube, ich muss nochmal raus. Stimmt, das war so. Ich glaube, ich muss nochmal raus und dann nochmal rein. Dann beginnt die. Ich glaube, so war das. Ja. Leia Shea Walker Motlak per Kulun Mumkin. Die Weisheit unseres Credos steckt in diesen Worten. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt.